Shalom, Shalom aus Uganda. Ihr Lieben, ich bin nicht glücklich über die Botschaften, die ich aus Europa höre. Da ist so viel Angst, da ist so viel, ja, eben Unglauben. Und ihr Lieben, das ist die Zeit, wo wir durchbrechen sollen in ein Leben aus dem Glauben, nicht aus dem Schauen. Und Gott sei Dank darf ich in einem Land leben, wo der Glaube größer ist wie das Schauen. Und wir sind voller Freude, voller Zuversicht. Wir kriegen Botschaften von der ganzen Welt, dass ein Ausgießen des Heiligen Geistes stattfindet, wie es noch nie war auf dieser Welt. Und ihr Lieben, seid ermutigt, aber wir müssen begreifen, um was es hier geht. Jesus will oder wird die Herrschaft dieser Welt übernehmen. Und da hat er einen, der da gar nicht glücklich ist damit. Aber über den wollen wir jetzt nicht reden, sondern wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Der Derek Prinz hat einmal gesagt, die entscheidende Frage in der Endzeit wird sein, wer ist Jesus Christus? Und ihr Lieben, da möchte ich euch jetzt aus dem Johannesevangelium vorlesen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zuerst vor dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und jetzt kommt das wunderbare Wort, die Erklärung. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade aber und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ihr Lieben, Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Wie ist die Erde entstanden? Gott sprach und es ward. Gott sprach und es ward. Ich sag's euch, ich wollte heute aus der Konkordanz heraus erzählen, wie viele Male das Wort vorkommt in der Bibel. Es sind so viele hunderte Male aufgegeben, nach drei Riesenseiten. Ihr Lieben, Jesus ist das fleischgewordene Wort des Vaters im Himmel. Und da möchte ich euch noch vorlesen, im 1. Petrus 1, 22. Da heißt es, da ihr eure Seelen durch den Glauben gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ihr Lieben, wir sind wiedergeboren durch das Wort Gottes und das Wort Gottes ist Jesus Christus. Aber wir lesen noch viel mehr, wer Jesus Christus ist. Schauen wir mal im Matthäus-Evangelium 16, 16.
Es ist leider so viel los zur Zeit, dass ich gar nicht Zeit habe, mir das alles vorher herauszuschreiben. Aber ich hoffe, dass ihr mit mir geduldig seid. Da heißt es, als aber Jesus in die Gegenden, ist in Matthäus 16, 13, in die Gegenden Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen nun, ihr aber, ihr Apostel, Jünger, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Denn dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Ihr Lieben, im ganzen Neuen Testament finden wir nie das Wort Christen, sondern nur Nachfolger Jesu, Jünger Jesu. Erst in der Apostelgeschichte, das weiß ich nicht mehr genau wo, ich glaube im Kapitel 11, da werden zum ersten Mal die guten Jünger Christen genannt, weil sie Christus ähnlich waren, weil sie einen Wohlgeruch Christi weitergegeben haben. Ja, ich werde es euch jetzt im nächsten sagen, ich habe es jetzt nicht da. Aber auf jeden Fall heißt dort in da wurden die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt. Christen heißt kleinen Gesalbten und Christus ist der große Gesalbte. Ihr Lieben, Jesus ist der Sohn Gottes, der Gesalbte. Und es gibt eben hunderte Schriftstellen, die über das Wort sprechen. Da in Johannes Evangelium 15 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Es ist eine unwahrscheinliche Macht in unseren Worten. Negativ und positiv. Ihr Lieben, unser gesamtes Leben, unser eigenes, aber auch das Leben der Menschen um uns herum, wird geformt durch die Worte, die wir sprechen. Wir haben solche Autorität in den Worten. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir sprechen über uns und über die Menschen um uns herum. Ich kann mich erinnern, dass meine Tochter überhaupt nicht lesen wollte, weil sie ja von Anfang an mit mir Deutsch gesprochen hat, aber sie sollte Englisch lesen. Und jetzt hat sie... Was ist denn? Okay. Nobody, it's down here. Wait. It was a feather. Oh. On your neck. Okay. They're still there. Yeah. Okay. Ja, ich kann mich erinnern, wie meine kleine Angel absolut nicht lesen wollte, weil ihre Muttersprache war Deutsch, ich habe mit ihr Deutsch gesprochen und in der Schule musste sie Englisch lesen, das wollte sie überhaupt nicht. Dann habe ich zu ihr gesagt, Angel, in dir wohnt der Heilige Geist und der spricht alle Sprachen der Welt und da willst du nicht lesen, der kann das schon alles. Und ich sage es euch, es war kurze Zeit danach, sitzt sie auf einer Bank und liest ein deutsches Buch fließend. Sie war 7 Jahre. Und dann habe ich gesagt, jetzt probieren wir es Englisch, das kann nämlich der Heilige Geist genauso. Und dann hat sie auch Englisch gelesen. Dann habe ich nur prophezeit, habe ich gesagt, Angel, ich werde eine Zeit bekommen, wo ich nicht genug Bücher kaufen kann für dich, weil du so gerne lesen wirst. Und es ist so geworden, ihr Lieben. Sprecht aus über euren Kindern, auch über euren Ehepartnern, was ihr vom Herrn bekommt für sie, was die Realität ist in ihren Herzen. Ja, also jetzt möchte ich noch weitergehen. Wer ist Jesus Christus? Also Jesus ist der Sohn Gottes. Das haben wir jetzt gehört. Der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann lesen wir noch in 16, 13 bis 20, ja, dass nämlich der Heilige Geist ihm geoffenbart hat, dem Petrus, wer
Jesus Christus ist. Muss ich nur eine kleine Geschichte erzählen von meiner Angel. Sie war 3,5 Jahre, sie hat mit 2,5 Jahren ihr Leben bewusst Jesus übergeben, alleine. Also schon, wo ich gepredigt habe, sie hat die Entscheidung getroffen. Und dann war sie mit uns, mit dem Chor unterwegs in Europa. Und dann habe ich manchmal am Abend mit den Kindern gesprochen und so Fragen gestellt, Lebensfragen, damit nur mal an einem Abend gesagt. Und was möchtet ihr, was man bei euch am Begräbnis sagt? Ohne zu lügen. Was hättet ihr gerne, was die Menschen über euch sagen würden? Meine kleine Angel, 3 Jahre, wachtelt mit der Hand, sage ich, Angel, warte ein bisschen, ja? Ich habe nicht gedacht, dass sie das kapiert hat. Und die anderen hatten keine Antworten. Dann sagt sie, Mama, ich weiß es aber. Sage ich, ja, was möchtest du denn hören, dass die Menschen bei deinem Begräbnis sagen? Sagt sie, Mama, ich möchte, dass die sagen, ich war eine Freundin Gottes. Mir hat es die Rede verschlagen. Das ist die höchste Ehre, die wir bekommen können von Gott. Denn Abraham, nachdem er bereit war, seinen Sohn zu opfern, an dem alle Verheißungen gebunden waren, wurde er der Freund Gottes genannt. Und ihr Lieben, das ist auch mein Traum, dass ich genannt werde von den Menschen, die, außer es kommt Jesus zuvor. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er bald einmal uns holen kommt. Aber sollte es zu einem Begräbnis kommen, dann möchte ich hören vom Himmel drum, wie die Menschen sagen, sie war eine Freundin Gottes. Das ist das höchste Lob, was man dir geben kann. Ja, also Jesus Christus ist der ewige Gott. Schauen wir mal in Johannes 5, 18. Johannes 5, 18. Da heißt es, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Schabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Halleluja. Ihr Lieben, diese Schriftstelle hat mich sehr überrascht, dass Jesus nur getan hat, was er den Vater hat tun sehen. Als Gott mich nach Afrika rief und ich da in der ersten Woche einmal gesehen habe, dass das wirklich eine Not ist ohne Ende und ein Fass ohne Boden. Und habe ich gesagt, Herr, da weiß man ja gar nicht, wo anfangen und wo aufhören. Am besten flieg wieder zurück. Dann hat er gesagt, nein, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Sage ich, Halleluja. Das entspannt mich jetzt. Wisst ihr, manchmal glauben wir, wir sind so wichtig, dann müssen wir auf null reduziert werden. Dann habe ich gesagt, ja Herr, was mache ich dann? Dann hat er gesagt, jeden Tag, was ich dir zeige. Und das tue ich jetzt die letzten 24 Jahre. Ich tue nur jeden Tag, was der Herr mir zeigt. Und ihr Lieben, das ist umwerfend. Ich bin begeistert, wie er alles vorbereitet hat, wie er alles, ja, wie er der beste Organisator ist, der beste Finanzier, der beste Architekt. Also ich bin einfach begeistert von meinem Gott, der alles selbst schon vorbereitet hat. Wir müssen nur darin wandeln. Gut, also Jesus ist der ewige Gott. Der ewige Gott. Jesus ist nicht nur ein Prophet. Im Matthäus-Evangelium haben wir da schon gelesen. Ich lese meistens nur die englische Bibel und die fällt immer selber schon auf, wo ich sie haben will, aber die deutsche ist noch nicht so eingelesen von mir. Im Matthäus-Evangelium 16, 13 bis 20, das haben wir schon gelesen, da heißt es, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann geht es weiter. Aber auch ich sage dir, du Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und der Fels sind die Worte, dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und es ist sehr beruhigend in unseren Tagen, dass der Teufel nicht gewinnen wird.
Ich werde dir die Schlüssel des Reiches des Himmels geben und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was immer du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst werden. Halleluja. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Er ist der ewige Gott, viel mehr als ein Prophet, denn es gibt Religionen, die erkennen Jesus als einen Propheten an, aber er ist mehr als ein Prophet. Jesus ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Da heißt es, er ist der Gesalbte, Gesalbte heißt der Christus, der Messias. Jesus ist der einzige Weg. In Johannes 14,6 heißt es, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, zum Schluss möchte ich jetzt noch Johannes 3,16 und folgende lesen. Ihr kennt die Schriftstelle, aber wir hören oft zu früh auf mit diesem Lesen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, also Gott war getrieben durch Liebe. Er liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ihr Lieben, das ist genau jetzt der Zustand in dieser Welt. Der Herr möchte, dass alles ins Licht kommt. Und es ist unwahrscheinlich, was sich auf der ganzen Welt jetzt offenbart. Die Dunkelheit muss ans Licht. Und das Licht ist so stark zurzeit, weltweit. Wir spüren es hier überall, aber es sind schon noch Widerstände. Aber Gott hat gesagt, wenn wir den Herrn Jesus Christus an ihn glauben, das heißt, das ganze Gewicht unseres Lebens in seine Worte, in seine Verheißungen legen, dann werden wir nicht verloren gehen, sondern wir werden nicht einmal ins Gericht kommen, denn er hat alles bezahlt. Und da möchte ich dich jetzt wirklich einmal ordentlich auffordern. Gib dein Leben Jesus Christus. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Ich sage immer, die erste wichtigste Entscheidung ist, dass wir mit Gott ins Reine kommen, indem wir das tun, was er sagt. Seinen Sohn in unser Herz aufnehmen und ihn durch uns und mit uns leben lassen und uns verändern lassen durch ihn. Wisst ihr, der Herr sagt uns auch, wir sollen täglich unser Denken erneuern durch das Wort Gottes und das Wort ist Jesus Christus, durch Jesus. Und so bitte ich dich, dass du betest, du kannst mir jetzt auch nachbeten. Es ist ein einfaches Gebet. Gott hört es, er nimmt es ernst. Bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Ich weiß, dass ich kein Unfall und kein Zufall bin, sondern ein Geschenk von dir für diese Welt. Und Vater, ich erkenne, dass ich ohne Jesus Christus und sein Erlösungswerk mich nicht gerecht machen kann in meiner eigenen Kraft. Und so bekenne ich, dass ich ein Sünder bin. Und zwar ein Sünder, weil ich als Sünder geboren wurde. Ich bin nicht ein Sünder, weil ich gesündigt habe, sondern ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Und Jesus, ich bin mit Jesus gestorben am Kreuz. Und Herr Jesus, ich lade dich jetzt ein. Komm du, der auferstandene Heiland, in mein Herz. Nimm den Thron meines Lebens ein. Lebe dein Leben durch mich und lehre mich, mit dir, in dir und durch dich zu leben. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist und danke, dass jetzt ein neues Leben beginnt. Mein Name steht im Buch des Lebens. Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein und das soll immer so sein. Shalom, Shalom.